Elektrogeräte, also Geräte mit Stecker, Batterie, Akku oder Solarzelle, sind aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Täglich nutzen wir sie. Doch allein in Deutschland liegen 124 Millionen Mobiltelefone ungenutzt herum. In ihnen stecken mehr als 3,1 Tonnen Gold. Gold ist nur einer von vielen wertvollen Rohstoffen, die sich in unseren Elektrogeräten verbergen. Aber die Rohstoffe unserer Erde sind endlich. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Geräte so lange wie möglich nutzen und anschließend die verarbeiteten Rohstoffe zurückgewinnen. Durch verantwortungsvolles Handeln kann jeder von uns Rohstoffe schonen, indem wir zum Beispiel Kaputtes reparieren und wiederverwenden. Dinge, die wir nicht mehr brauchen, verkaufen oder verschenken. Selbst hin und wieder gebrauchte Geräte kaufen. Und das, was nicht genutzt oder repariert werden kann, fachgerecht entsorgen. Und das fachgerechte Entsorgen von Elektrogeräten ist gar nicht so schwer. So ist die kostenfreie Abgabe an zahlreichen Sammelstellen im ganzen Land sichergestellt und auch viele Händler von Elektrogeräten müssen Altgeräte zurücknehmen. Die Materialien werden getrennt und anschließend wieder für die Herstellung neuer Produkte verwendet. Immer wieder kommt es leider vor, dass Altgeräte von illegalen Schrottsammlern unberechtigt mitgenommen und ins Ausland verschifft werden. Häufig landet der Schrott auf riesigen Müllhalden in einigen Ländern Afrikas. Dort versuchen Menschen mit bloßen Händen oder durch Verbrennen an die wertvollen Rohstoffe zu kommen. Dabei entstehen und entweichen giftige Schadstoffe, die die Luft, das Grundwasser und die Meere belasten. Ganz zu schweigen von den langfristigen gesundheitlichen Schäden der Menschen vor Ort. Geben Sie deshalb Ihre Altgeräte selbst ab. Oder erkundigen Sie sich bei Ihrem öffentlich-rechtlichen Entsorger, ob er die Altgeräte direkt an Ihrer Haustür abholt. Setzen Sie ein Zeichen mit diesem Aufkleber.